Und hier sind wir wieder bei Let's Pinsel. Let's Ausrast. Ja, Let's Ausrast. Denn der Ausrastmodus ist jetzt ganz offiziell aktiviert. Ganz genau. Warum? Ganz einfach. Ich habe meine Waffe aufs Maximum upgegradet. Meinen Schild auch. Und meinen Bogen, ja gut, da fehlt halt noch ein bisschen was, aber... ich denke mal nicht, dass wir mit dem nächsten Boss oder dem nächsten Gebiet große Probleme kriegen werden. Glaube ich auch nicht. Eigentlich nicht. Zumal ich ja jetzt auch meine größeren Blitzsperre habe. Ja, wie gesagt, der Ausrastmodus ist offiziell aktiviert. Übrigens... Blatrix nicht wundern, ich bin jetzt auch ein Sunbro. Einfach nur, weil's cool ist. Mhm. Das heißt, du hast die Ebene freigeschaltet. Also geöffnet und dann bist du zum Sunbro geworden. Nö. Was für eine Ebene geöffnet? Den Shortcut. Nö. Hast nicht die 30-Match-Shortcut abgegeben? Nein. Bin ich bescheuert? Wir haben irgendwann besprochen, dass wir das nicht machen. Ja, stimmt. Kann sein. Müssen wir halt ein bisschen aufpassen mit Solaire, aber das passt schon. Das kriegen wir doch hin. Wir sind ja beide nicht doof. Wir haben zusammen einen IQ von 115. 114 davon gehören mir. Sagt er und ich krieg dann ein Messer dann voll in den Schulter rein. Oh, perfekter Zeitpunkt. Ja, Sie sehen Blatrix nun beim Sterben. Das Blatrix in seiner natürlichen Umgebung. Jetzt habe ich Messer in Bauch, in Rücken, Schulter und in irgendwo anders reingekriegt. Solange es die Klöten nicht sind, ist doch egal. Nee, die Klöten treffen da nicht. Kannst du Glück sagen, ne? Sonst wärst du ein bisschen zeugungsunfähig geworden. Ach ja, in alter guter Manier. Dark Souls nur noch mit Alkohol. Warum eigentlich? So schlimm ist das Spiel gar nicht. Ich hasse diese Gemäldewäsche dann, ne? Soll ich dir was verraten? Du magst sie. Verrat's aber niemandem weiter. Ich mag die auch nicht. Aber das Problem ist, dass ich sämtliche Freundschaftsanfragen auf Facebook von denen angenommen habe. Und das sollen die nicht wissen, dass das alles nur Fake ist. Gemäldewächter hat ein Gemälde gewartet. Was? Moment, gewachtet. Was ist gewachtet für ein Wort? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Wollen wir darüber reden? Eine gewachte Wachte warten. Wachen, 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 warten. Wacken. Wacken? Wacken ist vorbei, du Spast. Ich weiß. War dieses Wochenende? Ja, es war dieses Wochenende. Cool. Oh, ist das nächstes Wochenende, wo dann in meiner Nähe hier dieses Gothic Festival ist? Ach, ist mir auch egal. Als ob ich dahin gehe. Gibt sowieso keine Karten mehr. So, Schwarzeisen Rüstung. Und jetzt gehen wir. In meiner Meinung nach einer meiner Lieblingswelten. Nebenan Norlondo.
Die gemalte Welt. Hast du die Puppe schon? Ich bin nur eine Katze. Achso. Die gemalte Welt von Ariamis. Bist du lebendig oder tot? Ich bin so ziemlich untot lebendig. Kannst du dich einmal klar ausdrücken in deinem Leben? Bei mir ist die Zahl weiß hinterlegt. Das heißt, du könntest mich schon beschwören, ja? Ja. So, weil ich bin im Moment tot, wäre ja kein Problem. Ich bin ja nur ein bisschen ausgerastet beim Farm und habe schwache 82 Menschlichkeit gesammelt. Das hat gar nicht so lange gedauert, wie es sich anhört. Nee, also Menschlichkeiten farmen ist eigentlich recht easy. Ich kann Level aufsteigen, das kann ich mal machen. Mach mal. Dann würde ich mal sagen, ich kratze mich hier mal irgendwo so rechts neben die Treppe in der Ecke da. Mit dem Speckstein. Wir mögen Speck. Ich hab noch welchen zu Hause. Ja, hauen die in eine Pfanne und dann geht's los. Der rattige Rativ hier. Ich bin nicht rattig. Ja, nee, ich bin rattig. Ja, das weiß ich. Ist Sonntag immer ein guter Zeitpunkt zum Aufnehmen oder ist das eher... Finden wir es heraus. So, die gemalte Welt. Wie gesagt, die Giftgegner, die kannst du ruhig ein bisschen mir überlassen. Die vergiften mich nicht sofort. Das ist ein guter Tag zum Aufnehmen. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn wir Probleme hätten, dann hätten wir es gleich sofort gehabt. Schattenberechnung wieder FTW? Wo? Wenn ich von hier aus nach unten gucke, dann sieht man da unten unsere Schatten. Das ist die neue der neue Schwebetrick. Ich kann fliegen, sagte er und fiel in seinen Tod. Ja, nein. Ich bin nicht in meinen Tod gefallen. Okay, es füllt ungefähr die Hälfte meiner Giftleiste. Kann hier nicht Gegner? Kommt drauf an, wo du bist. Oben beim Turm. Kann sein, dass der Gegner... Ja, eigentlich schon. Ja, dann sind sie auch schon. Irgendwo müssen dann hier auch so... Ja, diese scheiß... Harpien oder was das auch mal für Viecher sind. Eine ist tot. Die andere ist hier oben bei mir. Okay. So, dann müsste hier eigentlich noch so eine weiße Ratte oder so sein. Die lassen auch gut Menschlichkeit da. Die haben, glaube ich, eine höhere Chance. Ja, aber zum Farm, ich weiß, ich habe hier nie eine wirklich gute Farmroute gefunden. Getrocknete Finger. Also ich habe meine Finger lieber feucht, wenn du verstehst, was ich meine. Feucht und warm. Hauptsache feucht. Und eng.
und eng. Und feucht. Und warm. Ich habe keinen Alzheimer. Ja, aber doch an einem. Geh weg. An einem feuchtwarmen Ort, der ziemlich eng ist, da habe ich meine Finger auch immer sehr gerne. In deinem Hintern? Der ist nicht feucht. Sagst du jetzt. Wenn du ein bisschen wartest, bis die Giftleiste bei mir ein bisschen nachgelassen hat, dann kannst du den noch mit einem Blitzspeer töten. Das war ein Satz, der überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aber scheiß einen drauf. Oh, da ist die Phalanx. Die Phalanx. Ja, Demon's Swords Gegner. Ja, schon klar. Ich hab hier ein Gegnerchen. Ich hab hier oben auch ein Gegnerchen gehabt. Wo hast du einen Gegner? Oh, da draußen. Ich hoffe, du bist nicht vergiftet. Nein, das hat noch nicht mal ein Viertel meiner Leiste gefüllt. Okay. Weil du Schild oben hattest, ne? Ich glaube, ja. Ja, siehst du, wenn ich die töte, habe ich das Schild nicht oben, aber die Rüstung, die ich anhabe, ist so extrem gegen Gift. So, dann können wir ja weitermachen. Ich glaube, die Rüstung, die ich anhabe, die ist auch nicht so schlecht gegen Gift. Na, es geht. So, jetzt kannst du hier oben eigentlich irgendwo rüberspringen, wenn ich mich recht entsinne. Hier ist ein Item und hier geht eine Leiter runter. So. Seelein des stolzen Kriegers, da kommt ein Spacko. Wo kommt ein Spacko? Ja, Falle. Oder Hinterhalt, eher gesagt. Ich glaube, hier kriegst du hier unten das Gemälde. Gemäldewächter-Outfit. Wenn ich wüsste, wo du bist, ich bin nämlich gerade beim Untoten. Beim Untoten Drachen? Ja. Du kannst dir das, du kannst dir beim Haus, wo wir gerade waren, noch irgendwo rüberspringen. Ich glaube, hier gibt's. Oh, okay. Beim Untoten Drachen? Ja, ich bin gerade im Haus, ich hab dich gerade gesehen. Ach, in diesem Turm drin. Pass hier bloß auf, ey. Ja, manche Viecher fallen hier freiwillig in ihren Tod. Da habe ich schon ein paar Seelen gekriegt. Ich hab das Viech voll fallen sehen. Voll genial. Da ist, glaube ich, auch irgendwie ein PvP-Gegenstand, ne? Ich weiß gerade gar nicht. Ganz so. Dieser rote Speckstein. Ja, der ist da. Wo bist du denn? Ich bin überall und nirgendwo. Ja, wo ist überall? Getrocknete Finger mit mehreren Knöcheln, getrocknet und trotzdem noch etwas warm. Die Zahl der Knöchel zeigt, dass es sich nicht um Menschenfinger handelt. Das ist mal wieder, wenn wir total unkoordiniert vorgehen. Und jeder macht das, was er will. Oh, hallo! Hi, hi. Ach, guck mal, hallo! Hallo! Na, wie geht's? Da ist der untote Drache. Er kommt gleich zu uns. Ich hol mal. Ich hoffe, dass ich den auch triggern kann. Ich kann ihn triggern. Und weg. Wiedersehen. Ich würde weiter weggehen. Ich glaube, du bist.
Ich glaube, da unten bist du nicht ganz sicher. Nö. Also Pfeile habe ich mehr als genug.